Nee, so können wir das nicht machen. Weniger am Arsch. Komm, das Bild ist ab jetzt wieder verfügbar für Sie an den Rundfunkempfängern. Und ich mach immer noch den Käse mit dem renommierten Käseaufmachmesser auf. Wie Sie ja wissen, haben wir alles hier schon gelackt. So, wo war ich stehen gewesen? Ich hab die Pilze gelegt, wir haben alles. Wir können. Jetzt ist die Frage: Sollen wir dann reiben oder sollen wir klein schneiden einfach? Klein schneiden reicht. Klein schneiden reicht. Schneid den gleich mal klein. Also, dann füllen wir. Ich werde den klein schneiden. Und niemand anders. So. Olli. So, und hier kommt jetzt schon mal der ganze kleine Dart rein. Ich fange einfach mal an. Mit allem zwischen rum und rein, am besten zunächst die Pilze! Das ist eine gute Idee! Die kommen einfach hier rein, ich zeig das gerade mal in die Gruppe. Klar! Einfach hier rein, ja! Da! Ich würde an deiner Stelle so Schicht um Schicht arbeiten, einfach so auseinander und die Sachen reinschieben. Ach nee! Du bist ja ein ganz Schlauer! Und wenn die Pilze nicht reichen, dann machst du nochmal. Nochmal was? Schneiden! Schneiden was? Pilze! Ach so! Sag das doch gleich! Esse ich jetzt auch ein Stück Brot? Das ist ja fast eine Frechheit! Ist das lecker, das Brot! Käse kann man ja nie genug haben! Das ist ein stinknormaler Gouda! Käse kann man niemals falsch machen. Käse ist immer gut. Du atmest sehr schwer, Simon. Ja, ich glaube, es stimmt was nicht mit meinem Funkmodul. Ach so, ich hab schon gedacht, du hättest Sport gemacht. Nein, ich kann nur den einen Sport. Kochen? Nein, Bier trinken! Hier ist noch mehr Brot runtergefallen. Sollen wir das essen oder wegschmeißen? Essen! Wegschmeißen! Sehe ich genauso! Der Käse sieht jetzt im ersten Moment etwas dick aus. Wie deine Mutter! Scherz vom Rande, hä? Ich fange mal jetzt hier mal weiter, weil der Kerl, der ist ja faul wie ein Stück Brot. So, das war nicht lustig. Das war extra. Schenkst du mir auch noch mal was ein? Nein. Danke. Bitte. So, hier seht ihr ein Stück von dem Käse. Das ist jetzt Gouda, am Stück genommen und klein geschnitten. Speck ist drin! Jetzt würfeln wir, du mir noch ein paar Zwiebeln reinschieben. Die große Kamera wieder. So sieht das aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So sieht das aus. Das ist im Prinzip ein Speck, Käse, Zwiebel und Pilz. Klumpen. Klumpen. Wir nennen es Klumpen. So, das waren die ersten 20 Minuten für das Projekt hier im Ofen. Jetzt seht ihr auch, der Countdown hier ist auch abgelaufen. Rot. Macht der scheiß Pilz mehr aus.